Marktplatz Neumarkt, herzlich willkommen. Die große politische Hängepartie ist seit Sonntag vorüber. Seitdem die SPD dafür gestimmt hat, sich erneut an einer großen Koalition zu beteiligen. Doch wie heißt es so schön? Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und das bringt für Sozialdemokraten im Raum Neumarkt Herausforderungen mit sich. Günther Staggert kandidiert für den Bezirkstag. André Madeisky will in den Landtag. Beide sind Woffenbacher, beide SPDler. Natürlich verfolgten sie am Sonntag gespannt den Ausgang der GroKo-Abstimmung. Wobei die Erwartung schon so war, dass wir gesagt haben, okay, das wird wohl durchgehen. Viele Leute haben sich von den schlechten Umfrageergebnissen dann doch beeinflussen lassen und hat für die GroKo gestimmt. Also ich war erleichtert, dass das Ergebnis doch relativ deutlich war. Ich habe es knapper erwartet. Ich habe zwar erwartet, dass eine Zustimmung da ist. Ja, Erleichterung, dass der Entscheid jetzt vorbei ist und wir uns um die richtigen und wichtigen Sachen wieder kümmern können. Als die SPD bei der Bundestagswahl im letzten Jahr deutliche Verluste einfuhr, vermuteten viele Politexperten, die Partei könne die ihr wichtigen Themen nicht mehr so ins Bewusstsein der deutschen Bevölkerung bringen, solange diese sich fragt, wie sicher man zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten und Großevents ist. Wir müssen uns aber natürlich auch um die anderen Sachen kümmern, wie Bürgerversicherung, wie für mich wichtiges Thema, die Mittelschicht ein bisschen entlasten, den Solidaritätszuschlag abschaffen, den Spitzensteuersatz nicht bei 52.000 Euro anfangen, sondern vielleicht erst bei 70.000 Euro. Dann natürlich auch die Betreuung, die Pflege, großes Thema. All diese Themen sollen wieder mehr in den Fokus gerückt werden, wenn die SPD in Berlin erneut an einer großen Koalition mitwirkt. Gleichzeitig möchte sie sich aber erneuern. Dass das eine Herausforderung wird, glauben auch Staggert und Madeisky. Sie hoffen jedoch, dass sich die Querelen der letzten Wochen nicht allzu stark auf die kommenden Wahlen in Bayern auswirken. Ich denke, dass die Bayern-SPD Schwerpunkte setzen wird, die wir dann auch aufgreifen werden. Und jetzt geht es um Bayern und nur noch sekundär um den Bund. Und weitere Nachrichten aus Neumarkt und der Umgebung haben wir jetzt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Der designierte bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder war am Dienstagabend zu Gast in Neumarkt. Auf Einladung der evangelischen Gemeinde sprach er im Klostersaal über seine persönlichen Erfahrungen mit dem christlichen Glauben. Er war unter anderem lange Zeit Mitglied eines Gebetskreises. Für den Protestanten Söder bietet Glaube die emotionale Möglichkeit, sich unterzuhaken. Bayerische Werte seien christlich geprägt, so der amtierende Finanzminister. Diese Tradition solle nicht einfach am Garderobenständer der Zeitgeschichte abgegeben werden. Im Laufe der letzten Woche wurde an der B8 beim Burgtanner Gewerbegebiet Oberverrieden eine Mautkontrollsäule installiert. Die 4 Meter hohe Anlage führt nicht, wie von manchen vermutet, Geschwindigkeitsmessungen durch, sondern überprüft, ob passierende Fahrzeuge mautpflichtig sind und ob die Gebühren ordnungsgemäß gezahlt werden. Hintergrund: Ab Juli 2018 wird das deutsche Mautsystem auch auf Bundesstraßen ausgeweitet. Rund 600 solcher Säulen kommen dann zum Einsatz. Nach einer ganz kurzen Werbepause haben wir noch diese Themen für Sie. Beim Naturheil- und Therapietag im Neumarkter Landratsamt präsentierte man nicht nur Methoden der alternativen Medizin. Außerdem Taktgeber gesucht. Die Marktkapelle Postbauerheng braucht einen neuen Dirigenten. Und Tanz in den März. Die Oberstufe des Ostendorfer Gymnasiums präsentierte sich auf dem Parkett. Das und mehr sehen Sie gleich. Bleiben Sie dran. Machen Sie es doch wieder Profi. Kaufen Sie bei Gleichauf. Denn hier finden Sie 32.000 Artikel immer vorrätig. Hier müssen Sie nicht die Wand kaufen, wenn Sie nur den Dübel brauchen. Hier treffen Sie keine reinen Verkäufer, sondern Macher. Denn hier finden Sie immer einen Parkplatz direkt am Haus. BGN Gleichauf, die Handwerkstatt in Neumarkt, Bahnhofstraße 23. Naturschutz, der schmeckt.
Jura-Distellamm in ausgewählten Restaurants und Metzgereien. Ein Kloster kann nicht nur ein Ort der Ruhe sein. Von Fachtagungen über Betriebs- und Weihnachtsfeiern bis hin zu Familienfesten. St. Josef in Neumarkt bietet für Ihre Veranstaltungen das passende Ambiente. Hier finden Sie moderne Seminarräume, gemütliches Flair, grüne Oasen, Kulturangebote und komfortable Unterbringungen für Ihre Gäste. Das Tagungs- und Gästehaus der Schwestern vom göttlichen Erlöser im Kloster St. Josef in Neumarkt. Andere haben das, was man rund ums Auto braucht. Wir haben alles, was man rund ums Auto braucht. Der Autoladen Neumarkt. Ihr Fachmarkt für hochwertige Ersatzteile sowie Zubehör und Pflegeartikel von namhaften Herstellern. Bei uns finden Sie Werkzeuge für Kfz-Arbeiten aller Art und Mitarbeiter, die durch Fachwissen überzeugen. Der Autoladen Neumarkt. Oberes Moos 4. Die fröhliche Frühlingsfee gibt es leider nur im Fernsehen. Alles, womit Sie Ihr Zuhause wirklich zum Blühen bringen können, gibt's bei Bauers Blumengarten und mehr. Starten Sie mit unserer großen Auswahl in den Frühling. Bauers Blumengarten und mehr in der Eva-Straße 6 in Neumarkt. Willkommen zurück. Herbert von Karajan und Simon Rattle gehören zu den wohl bekanntesten Vertretern ihres Berufs. Doch letztendlich brauchen nicht nur große Symphonieorchester einen Dirigenten, sondern auch die Blaskapellen hier in der Region. In Postbauerhengen sucht man aktuell den Mann oder die Frau, die die rund 40 Musiker durch die Untiefen der Notenblätter führt. Wer als Dirigent vor einer Blaskapelle steht, sollte nicht nur dafür sorgen, dass die Musiker im Takt bleiben, sondern auch, dass mit keinem der Gaul durchgeht. Hallo? 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 Danke. Also, bei der Marktkapelle Postbauerhengen wurde diese Stelle bislang von Sibylle Bernecker ausgefüllt, welche nun aus privaten Gründen aufhören muss. Jetzt suchen die Musiker einen Nachfolger, der vor ihnen ans Pult tritt. Also es wäre ein Vorteil, wenn sie schon mal ein Blasorchester, Blaskapelle geleitet hätte. Wir sind sehr offen in Sachen Musik. Also wie gesagt, wir sind ein Mittelstufenorchester mit ca. 40 aktiven Musikern im Alter von 12 bis 57 Jahren. Das Repertoire der Marktkapelle reicht von klassischer über konzertante Blasmusik bis hin zu Filmmusik. Und hin und wieder darf es sogar ein bisschen swingen. Schon jetzt stehen einige Auftritte fest, für die die Musiker noch mit einer ehemaligen Dirigentin proben. Jeden Dienstagabend im Haus der Musik. Der Vereinsvorstand übernimmt übrigens die Organisationsarbeit. Das heißt, der oder die Nachfolgerin am Taktstock kann sich voll auf die musikalische Seite konzentrieren. Aber bitte keine Ansprüche stellen, bei denen die Musiker denken, das ist ein schlechter Witz. Also es sollte schon ein wenig zusammenpassen. Also wir, wie gesagt, von der Kirche bis zum Konzert sind wir breit aufgestellt, aber die Qualität ist halt immer nur Hobby und so soll es auch bleiben bei uns. Allerdings ein Hobby, das gut klingen kann. Und dazu trägt der Mann bzw. die Frau mit dem Taktstock erheblich bei. Wenn das eigene Leiden oder Zipperlein jahrelang nervt und die Schulmedizin keinen Erfolg bringen konnte, dann weichen viele Menschen auf alternative Behandlungsmethoden aus. Auch da gibt es positive und negative Erfahrungen, wahrscheinlich schon allein deshalb, weil das Angebot so groß ist und man vielleicht deshalb nicht gleich das findet, was einem Erfolg bringt. Am Sonntag hatten die Landkreisbewohner die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Wenn man die Männer zählt, die am letzten Sonntag im Landratsamt waren, könnte man auf die Idee kommen, Naturheilkunde und Therapien scheinen eher Frauensache zu sein. Naturheilkunde und Therapien sind aber auch zwei Bereiche, die laut der Veranstalterin gut vereinbar sind.
Ich denke mal, das greift ineinander, weil viele arbeiten ja auch im Gespräch, also therapeutisch, und gleichzeitig unterstützen sie das mit Homöopathie oder mit Schüsslersalzen oder was. Ich denke mal, da gibt es ja ganz verschiedene Methoden oder Qigong oder Körperarbeit. Ich denke mal, da gibt es ganz ein riesen breites Spektrum. Und das Tolle ist natürlich dran, dass die Leute halt auch schauen können, was passt für mich. Beim 14. Therapie- und Naturheiltag gab es aber auch ein breites Sortiment an Hilfsmitteln, welche Leiden lindern sollen. Von Möbeln aus ökologischer Herstellung über bioaktive Kissen bis hin zu heilenden Steinen. Viele der präsentierten Heilmethoden arbeiten mit Ursachenforschung. Leiden, die man bekämpfen will, können zum Beispiel durch antrainierte Verhaltensmuster, übermäßige Alltagsbelastung, aber auch durch eigene Selbstüberschätzung verursacht werden. Also sie rennen und rennen und rennen, bis sie nicht mehr können. Das schaffe ich noch und das schaffe ich noch und dann sind sie ausgebrannt und können nicht mehr. Natürlich gibt es Skeptiker, die nicht an alternative Methoden glauben, sondern lieber der Schulmedizin vertrauen. Wobei beide eigentlich keine verfeindeten Lager sein müssen. Alles ist wichtig. Die Medizin, die heutige, Gott sei Dank haben wir sie. Und auch das, was hier ist. Und ich denke mal, toll ist es auch, wenn es ineinander arbeiten kann. Und manchmal ist es auch so, dass jedes für sich extra steht. Neben verschiedenen Ständen lockten auch informative Vorträge der Aussteller und die Verkostung durch das Seekaffee Catering. Das Konzept erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Wir waren die Ersten, die das so gemacht haben. Und jetzt haben einige, also im Freistaat und im Berg, die machen das auch. Ich finde es gut, weil ich denke mal, es kann gar nicht genug Bewusstsein dafür geschaffen werden. Nochmal kurz zur Geschlechterverteilung. Es mag sein, dass sich hauptsächlich Frauen bei diesem Tag informieren. Doch dafür sind sie dann auch informiert, wenn daheim aufgrund einer bösen Männergrippe mal wieder der Haussegen schiefhängt. Ob der Schnee, der jetzt gerade runterkommt, schon zum Schneemannbauen reicht, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Die Zeit vertreiben können Sie sich aber auch ganz wunderbar mit Veranstaltungen, die wir Ihnen jetzt präsentieren. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Am Freitag liest Autor Roland Müller ab 19 Uhr im Gewölbekeller der Neumarkter Residenz feminine Literatur. Da Müller sich selbst als Macho bezeichnet, könnte das Ganze durchaus amüsante Züge annehmen. Tickets gibt's an der Touristinfo ab 10 Euro im Vorverkauf. Am Samstag trifft Harfe Schlagzeug, und zwar im Rahmen eines Kammermusikabends im Refektorium des Franziskanerklosters Freistadt. Die Musiker Michael David und Andreas Fuß spielen ab 20 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro bei der Raiffeisenbank Freistadt. Der Modellfliegerclub Stöckelsberg feiert 40-jähriges Bestehen und veranstaltet am Wochenende in der Schwarzachtalschule Berg eine Flugmodellbauausstellung mit Tombola. Präsentiert werden Flugzeuge aller Klassen bis hin zum Jet mit 110 Kilo Abfluggewicht. Die Ausstellung läuft am Samstag von 13 bis 18 und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Und schon jetzt sollten Sie sich den 21. März vormerken. Dann präsentiert der Architekt Professor Volker Stab einen Werkbericht im Rahmen der Vortragsreihe Architektur und Baukultur. Das Motto: Verwandte Unikate. Los geht's um 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei und der Vortrag ist auch für interessierte Architekturlaien geeignet. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Ob Rumba, Cha-Cha oder Jive, in einem 12-wöchigen Kurs konnten 240 Schülerinnen und Schüler der Neumarkter Gymnasien Standard-, aber auch lateinamerikanische Tänze lernen. Zum krönenden Abschluss bewiesen sie ihre erlernten Fähigkeiten am letzten Samstag in der großen Jurahalle. Eröffnet wurde der Ball mit der traditionellen Polonaise. Abwechselnd durfte dann Mama mit ihrem Sohn und Papa mit seiner Tochter ein Tänzchen wagen. Für die nötige Musik sorgten die Liveband Sunset, Showeinlagen ergänzten das Programm. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.